Und so könnt ihr euch noch etwas weiter kennenlernen. Wie gesagt, die Überfahrt dauert mehrere Stunden, sodass ihr da allerlei Zeit für Smalltalk habt. Und während ihr euch dann unterhaltet, gibt es natürlich auch die obligatorischen Sicherheitsschuhe in eurer Größe, einen persönlichen Helm und auch weitere Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, wenn ihr die dann anlegen mögt. Aber das ist zumindest keine Pflicht. Zumindest die, ja. Die Kleidung könntet ihr dann eben so lassen, vor allem dann auch für Thierry Rondeau, der da ja mit seinem Anzug aktuell aufgelaufen ist, würde dann nicht gezwungen sein, zumindest dann mit Helm und den Schuhen ausgestattet, könntet ihr diese dann überziehen und dann gemeinsam im Laufe des Tages nach draußen auf die ja auf das offene Schiffsdeck treten. Wenn ihr das tut, könnt ihr erkennen, wie sich ja zum Vergleich aus Hamburg, als noch in Anführungsstrichen schönes Wetter war, es hat sich dann doch zugezogen. Dicke, schwere Regenwolken, die jetzt über der Nordsee hängen. Wenn ihr nach rechts oder links schaut, über das offene Wasser könnt ihr nichts erkennen, außer blau, blaues Wasser und es gibt kein Land mehr, was euch dann hier entgegenblickt. Nur noch eine kleine Insel, die größer und größer wird, auf die ihr dann zufahrt. Und ein gewaltiges Monstrum aus Stahl, was sich dann nach einiger Zeit vor euch offenbart und immer größer wird. Mehrere Tonnen, 280.000 Tonnen schwer ist dieses Ungetüm, eins der größten, ja gut, und modernsten Plattformen, das sich dann hier auch über 120 Meter in die Höhe streckt, mehrere Stockwerke besitzt und einen riesigen Bohr. Schnabel, der dann sich nach unten streckt in das schwarze Wasser, was von hier aus auch etwas, ja, glänzend aussieht, dunkel, gräulich, vielleicht ein bisschen krankhaft. Nicht unbedingt nach Öl riecht oder so etwas, aber es wirkt schon schwarz auf euch, das Wasser, während ihr dann auf das Ganze zufahrt. Das kann aber natürlich auch an dem Wetter liegen, das sich jetzt euch hier ankündigt und die See ist etwas rauer geworden. Die Wellen sind etwas höher als normal, sodass das Schiff auch ein bisschen schwankt, während ihr dann auf das Ganze zufahrt. Aber die Stimmung ist weiterhin gut. Wenn ihr nach oben tretet, die Männer und auch Frauen, die hier dabei sind, freuen sich jetzt vor allem darauf, dass sie dann die Bohrinsel betreten können, die ihr dann sicherlich sehr bald erreichen werdet. Ja, Björn Köttler lehnt sich mal ein bisschen an die Reling, während er sich der nähernden Bohrinsel etwas genauer anschaut. Ja, es ist schon irgendwie faszinierend, das mal so live vor sich zu sehen. Ganz anders als auf irgendwelchen Fotos und irgendwie auch ein wenig bedrohlich, oder? Ja, wie ein Stahlkoloss, ein wirklich beeindruckender Stahlkoloss. In der Tat, ein beeindruckendes Bauwerk. Ja, da fragt man sich schon, wohin die Reise uns noch führen wird. Angefangen mit großen Bauwerken wie das Kolosseum damals, ist das hier ja nochmal eine ganze Nummer größer. Schon faszinierend, was die Menschheit momentan alles zu tun vermag. Insbesondere mitten im Ozean. Das noch dazu, ganz recht. Technik schreitet ja immer weiter voran. Dementsprechend. Ja, wir haben es ja schon erlebt. Ja, in letzter Zeit. Und auch hier. Es wird sich immer weiter verändern. Am Ende wird die ganze Arbeit von Maschinen übernommen werden. Gewisse Dinge können Maschinen nicht übernehmen, da kann ich sie beruhigen, gerade die wissenschaftliche Arbeit. Wohl wahr, wohl wahr. Aber es wird wohl auch die einzige Arbeit sein, die in Zukunft von Menschen ausgeführt wird. Möglich. Aber ich halte es durchaus für bedenklich, wenn ich mir überlege, dass hier einige Leute auf der Insel 2 Tage arbeiten. Nicht nur sie. Also, ich muss da wohl, wenn das wirklich so toll ist, wie man mir das erklärt hat und das stimmen sollte, muss ich dann wohl mal ein ernstes Wörtchen mit dem Personalchef reden. Alleine schon aufgrund der gesetzlichen, wie heißt das? Arbeitsschutzgesetze? Dürfte sein, ja. Ja, irgendwie Aber sowas. uns wurde ja versichert, dass solche Gesetze existieren, dass sie auch hier umgesetzt werden, dass die Arbeitszeit hier durchaus überwacht wird. Bei Mr. Austin, wenn ich mich recht erinnere. Das weiß ich nicht, das kann gut sein, aber wissen Sie, Arbeitssucht kann eine Krankheit sein.
die behandelt gehört. Richtig, richtig. Björn Kettler kennt sich ja ein bisschen im Rechtswesen aus und ich überlege mal, sicherlich habe ich auch einige Recherchen im Vorfeld angestellt. Wie es denn mit gesetzlichen Arbeitszeiten auf solchen hochbrisanten Ölplattformen zugeht, ob es da tatsächlich irgendwelche gesetzlichen Bestimmungen schon länger gibt, die eingehalten werden müssen, oder ob das tatsächlich, wie es sich vorhin mit dem Gespräch eher anhörte, das freiwillig im Rahmen der Auftraggeber liegt. Da wird es sicherlich gesetzliche Bestimmungen geben. Teilweise überschneiden die sich auch, je nach Hoheitsgebiet. Wenn man dann in englischen Gewässern, fischt, sage ich jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, dann wird da englisches Recht gelten. Aber auf offener See ist das natürlich alles ein bisschen schwieriger. Und da müssten sich dann eben die Konzerne selbst dazu bereit erklären, dass man solchen Gesetzen zustimmt, je nachdem, wo dann der Hauptsitz ist. Offiziell gibt es sowas von allen Ländern, die dann eben in solchen Bohrplattformen Öl herausholen, weil man dann natürlich eine Verantwortung auch für die gesamte Menschheit trägt. Und eigentlich haben sich dazu alle bereit erklärt. Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt vielleicht etwas philosophisch werde, aber wenn ich so etwas sehe, fällt mir doch immer wieder der Bezug zur Kirche ein, die ja nicht grundsätzlich gegen moderne Technik ist, sondern eher der Meinung, dass man etwas langsamer voranschreiten sollte. Wie stehen Sie denn so dazu? Was sollte dieses langsamer Voranschreiten bringen? Schließlich voranschreiten tut man doch eh. Ja, selbstverständlich. Es spiegelt wohl eher den Lebensweg wider, wenn man zu viel auf einmal macht, dass man die Kontrolle verliert und gar nicht mehr Herr der Lage ist, gar nicht mehr weiß, was eigentlich mit der Technik geschieht. Anstatt etwas langsamer voranzuschreiten, die Dinge mehr zu ergründen und so einen sicheren und vielleicht auch komfortableren Weg zu gehen. Unmöglich, aber das soll meiner Meinung nach den Experten überlassen sein. Sie können das doch am ehesten einschätzen. Ich glaube, der Kirche geht es dabei hauptsächlich darum, dass die Menschen sich selbst nicht verlieren. Wie sollen sich denn die Menschen selbst verlieren? Und wie ich sagte, dass die Technik so brisant ist, dass die Menschlichkeit eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Ach, da glaube ich nicht dran. Ich denke, gerade was das Zwischenmenschliche angeht, das können Maschinen niemals ersetzen. Werden sie aber auch nicht müssen. Wollen wir es hoffen? Ja, in der Tat. Euer Arbeitsschiff, die Blue 6, legt dann an einem der Docks an, die hier direkt an den gigantischen Stützpfeilern angebracht sind. Und ihr könntet dann hier über die Treppe nach oben steigen. Das ist natürlich etwas schwerer, weil wenn man dann hier bei Seegang solche Treppen erreichen muss, über die Planken, das ist schon, gerade mit diesem schwarzen, aufgewühlten Wasser unter euch, ist das schon eine kleine Mutprobe für sich. Aber wenn dann nach und nach in einiger Gemütlichkeit erstmal die anderen Angestellten hier rübergehen und ihr dann irgendwann der Mitte dieser 80 Leute dann hinübergehen könntet und dann nicht auch die Letzten seid, ist das natürlich etwas, was so ein bisschen Gefühl von Sicherheit auch vermittelt, wenn ihr dann nicht alleine rübergehen müsst, sondern eben in Gemeinschaft von diesen anderen, trotz des Wassers, was unter euch liegt. Über die Docks könntet ihr dann die Treppe nach oben schreiten. Wie gesagt, ein Ungetüm, auch wenn ihr dann im Inneren dieser Anlage steht, im Inneren von Beton eingeschlossen, damit ihr dann hier den Wind nicht mehr spürt oder auch das Rauschen der Wellen, was immer noch in eurem Ohr ist. Überall um euch herum Rohre, Stahl, Plastik oder auch Gummi. Künstlich, absolut künstlich, und hier, wo es doch eigentlich nur Natur geben sollte, passt es einfach nicht hin. Es ist ein drückendes Gefühl, auch wenn ihr schon mal, vor allem dann Thierry Rondeau, in anderen Plattformen wart, gerade dann du bei BP, ist es anders. Du kannst das nicht ganz in Worte fassen, und die Geschichten, die ihr im Vorfeld dann eben auch schon mal recherchiert habt oder andere Dokumentationen euch angesehen habt, andere Bilder, all das wirkt falsch.
könnt ihr die Treppen nach oben gehen und erreicht dann nach vielen Stockwerken die Unterkünfte, wo die ein oder anderen dann schon abbiegen in, naja, sowas wie ja, Unterkunftsräume, wo dann verschiedene Nummern nur dran stehen, Nummer 20, 21, ohne irgendwie ein Namensschildchen dran. Andere bleiben auf den Fluren und Gängen stehen und halten sich mit anderen Leuten aus dem anderen Team, die ihr dann noch nicht gesehen hattet, aber auch die sind abreisebereit. Einige kommen euch dann auch die Treppen entgegen, während ihr dann nach oben steigt, steigen die dann nach unten und wollen ebenso dann über die Blue 6 das Ganze verlassen, freuen sich dann natürlich nach 14 Tagen Arbeit auf ihren wohlverdienten Urlaub oder eine Pause. Ja, und ihr werdet dann zusammen mit einigen anderen in Richtung des Erholungsraumes geführt, wo zusammen angeschlossen mit der Mensa, mit der Kantine, da wo dann auch die Küche zu sehen ist, könnt ihr euch dann an langen Bänken versammeln, könnt da dann erst einmal auf den wohlverdienten Kaffee warten, der dann hier von Julio Sanchez gekocht wird. Der Koch, der, den ihr auch hier im Inneren des Schiffes gesehen hattet, geht dann natürlich gleich erstmal in die Küche, begrüßt die anderen und setzt natürlich auch erstmal einen Kaffee auf, weil viele andere eben auch so ein trinken möchte. Diese ganzen Treppen, also bin froh, dass wir jetzt hier oben sind. Ja. Sie sind es wohl nicht gewöhnt, oder? Ja, guter Mann, ich bin mindestens doppelt so alt wie Sie. Ja, ich hole mir dann ein Stofftaschentuch aus meiner Brusttasche und wische mir erstmal in den Schweißfilm von der Stirn und mich dann schwer atmend auf einer Bank nieder. Ich hoffe, wir müssen nicht mehrfach da heute rauf und wieder runter. Nun, unten sind ja nur die Docks, wenn ich das bisher richtig gesehen habe. Und ich fürchte oder ich glaube, die Docks werden wir in den nächsten 14 Tagen nicht mehr sehen. Oder nicht mehr betreten müssen. Konnten wir denn eigentlich auf den Weg über die Docks sehen, ob da noch mehr Betrieb um die Bohrinsel herum war, ob da gerade irgendwelche Öltanker herumfahren oder tatsächlich die gerüchterweise vorhandenen Greenpeace-Schiffe da irgendwo in der Nähe sind? Ja, die Gerüchte hattest du ja schon aufgeschnappt, aber in der näheren Umgebung hattest du zumindest nichts gesehen. Ja, dir wurde natürlich dann eben auch auf dem Wege erzählt, dass der Öltanker am Vortage angekommen ist. In Hamburg hat er sein Öl ausgeladen, hat er viele, viele tausend Barrel an Öl gebracht, beziehungsweise Liter, wobei man das dann eben Barrel und Liter Öl rechnet man eben immer um. Und dementsprechend soll wohl diese Plattform gerade leer sein. Es gibt zwar immer noch leere Fässer, in die das Öl dann gepumpt werden kann, aber es gibt weder Greenpeace-Schiffe noch irgendwelche Tanker. Ihr seid das einzige Schiff, das da angelegt ist. Und die Blue 6 wird dann auch wieder mit dem ersten Team ablegen. Wenn irgendwas sein sollte, da wird man euch dann auch beruhigen. Es gibt natürlich noch zwei Helikopter, die oben warten für den Notfall. Die können euch dann hier wegbringen. Oder aber, wenn es wirklich ganz dringend sein sollte, dann ist in wenigen Stunden, wir sprechen hier von 5,5 oder 6 Stunden, würde dann auch die Blue 6 anlegen und euch dann retten, wenn irgendwas sein sollte. Und ich bin ganz froh, dass wir jetzt endlich da sind. Es wurde auch so langsam Zeit. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist es ein seltsames Gefühl. Man fühlt sich irgendwie, wie soll ich das beschreiben, etwas deplatziert hier, meinen Sie nicht? Ja, in der Tat. Es geht nicht nur Ihnen so. Dieses Gefühl habe ich, seit wir hier auf der Bohrinsel sind. Ich hätte auch gerne das Team 1 immer gerne angeguckt, wie die so aussehen. Ob die einfach nur geschafft aussehen oder ob man da halt was bei denen feststellt, was nicht so, nicht so ins Bild passt. Dann bräuchte ich mal einen Wurf auf entweder Psychologie oder, ja, wenn du da wirklich, wirklich weiter tiefer gehen möchtest, dann wäre das eher Medizin. Das wäre jetzt die Wahl, vor die ich dich stelle. Ja, dann würfel ich Psychologie. Und ja, kritisch. Ja, habe ich gesehen. Gut. Was machen die anderen, während Peter Forrester
sich die Leute besieht. Einen Kaffee holen und nochmal zu Solomon Frisk geht. Frisk. Herr Frisk, ich hatte noch eine Frage. Mir ist aufgefallen, dass die werten Journalisten auf dem Weg schon mehrere Fotos geschossen haben. Ist Ihnen das erlaubt? Ja, im Rahmen dieser... Es wurde ihnen wohl erlaubt. Sie haben sich um eine Freigabe bemüht und sie sind als Journalisten hier anwesend. Allerdings werden wir nach ihrer Abreise hier, werden wir auf dem Schiff der Blue 6, werden wir nochmal die Fotos kontrollieren. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass Magnus dann irgendwas dagegen hat, weil sie... Naja, in die Sperrbereiche kommen sie nicht. Ich glaube, es gibt auch nichts, was irgendwie geheim wäre. Wenn sie nicht mit einem USB-Stick oder sowas hier rumlaufen und dann die Daten von Jim Walt oder sowas klauen, dann sollen sie Fotos machen, wie sie wollen. Sehr gut, dann weiß ich Bescheid. Ich hatte mich nur gewundert, schließlich handelt es sich hier ja um Prototyp-Technologie. Ja, aber wie gesagt, ein einfaches Foto von einem Code oder sowas, da kenne ich mich jetzt nicht aus, ich bin kein Computerfachmann, aber wenn sie halt den Code von Jim abfotografieren wollen, zuckt mit den Schultern, interessiert mich glaube ich nicht. Aber da muss dann Magnus über die Fotos drüber schauen, der hat ihn immer in die Freigabe erteilt. Alles klar, vielen Dank. Dann würde ich mal umschauen, ob hier irgendwo der Jim Hansen, der Geologe, zu entdecken ist. Ja, Jim Hansen, wirst du dann auch finden, ist sich da gerade, er hat sich dann den allerersten Kaffee zusammen mit Dr. Mike Gray geholt, also der Geophysiker und der Geologe, die sich dann da gerade hinsetzen und unterhalten sich wohl, freuen sich auch, dass ja, Dave wieder dabei ist. Ist wohl ziemlich beliebt, dieser Dave, und ja. Setzt sich auch gerade noch ein anderer Typ dazu, ist wohl Ivan Stahlberg, ein Däne oder Norweger, zumindest steht das nicht auf seinem auf seinem kleinen Namensschildchen, da steht nur Sicherheitsmann drauf und hat auch gerade seinen Hund zwischen den Beinen, streichelt ihn und alle drei trinken jetzt gerade Kaffee. Ja, Kettler, richtig? Ganz recht, freut mich, Sie alle kennenzulernen. Ja, setzen Sie sich dazu, wir werden ja die nächsten 14 Tage eng an eng sitzen. Jim Hansen. Ja, davon habe ich schon gehört. Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Nun, ach, ich wollte mir nur mal ein erstes Bild machen. Ist ja doch alles ziemlich ungewohnt. Gewöhnt man sich denn überhaupt mit der Zeit daran? Ja, schon. Ist jetzt nicht meine erste Plattform. Das ist die fünfte für mich. Und naja, gut. Mike ist jetzt noch nicht so lange dabei. Das ist für ihn erst die dritte Plattform. Aber ich glaube... hoffentlich wird das die letzte sein. Besser geht's kaum. Die letzte? Warum denn das? Naja, die Systeme hier sind ziemlich gut. Wenn man nicht gerade unten im Drill steht, beim Brunnen oder beim Rohöllager, dann kann man hier ziemlich gut leben. Kein Geruch nach Öl. Normalerweise, wenn man dann weiter runter geht, dann stinkt das doch schon ziemlich, oder das Gas sammelt sich an, aber da haben wir unsere Absaugsysteme und solange die funktionieren, ist alles gut. Zudem haben wir hier sogar ein eigenes Kino. Habt ihr schon die Karte bekommen von Frisk? Nein, ich wundere mich auch gerade ein wenig. Also was ich über Bohrinseln zumindest gelesen habe, scheint das hier beinahe eine Luxusausgabe zu sein. Ja, ist es. Wie gesagt, hier, wir haben, er holt mal aus seiner aus seiner Bauchtasche, ziemlich ungewöhnlich, aber na gut, Geologe, die sind vielleicht ungewöhnlich, holt aus seiner Bauchtasche eine Karte raus und knittert die einmal, rollt die auf und zeigt dir dann eben auch die Alpha Deepwater Level 3, also da, wo ihr euch gerade aufhaltet, bei den Unterkünften, zeigt ihr dann auf der Karte, hier sind wir gerade. Und naja, wenn du hier einmal aus der Tür rausgehst, nach oben, einmal links abbiegst und dann wieder rechts die erste, da haben wir einen Trainingsraum. Und da kannst du dich in der Sporthalle aufhalten. Alternativ zumindest für uns eben, ich weiß nicht genau, wie das bei... Darf ich dich duzen? Ja, natürlich, ich bitte darum. Ja,
Wenn du dann eben nichts zu tun hast, dann kannst du eben auch einen Raum weitergehen. Da ist ein Kino- und ein Videoraum. Ziemlich große Leinwand. Und da kann man sich das gut gehen lassen. Verdammt, das hätte ich jetzt hier ganz ehrlich gar nicht erwartet. Die Betreiber hier scheinen sich gut um ihr Personal zu kümmern, was? Ja, New World Industries, die sind halt reich. Die haben irgendwie überall ihre Griffelchen drin, aber ich habe nicht genau verstanden, warum sie dann das mit dem Tochterunternehmen so aufgeteilt haben. Naja gut, ist auch nicht mein Ding, aber Hauptsache, wir haben hier ein gutes Leben in den 14 Tagen. Fast besser als zu Hause. Tja, das hört sich ja richtig gut an. Aber trotzdem, vor dem ganzen Stress hier schützt das auch nicht. Habt ihr überhaupt Zeit, das auch mal richtig zu genießen? Naja gut, wenn du 12 Stunden gearbeitet hast, für mich als Geologen, deswegen habe ich auch studiert, ist das vielleicht nicht so hart. Da habe ich noch Zeit, aber wenn du halt Arbeiter bist und du stehst dann unten im Drill oder so und musst dann die schweren Maschinen bedienen, da wo dann auch teilweise so ein bisschen alles nach Öl riecht, oder musst dann irgendwie was schmieren, dann kannst du nach 12 Stunden auch schon mal ins Bett sinken. Dann haben die gar nicht so viel Zeit da, sich ins Kino zu setzen oder noch groß Sport zu machen. Machen sowieso den ganzen Tag Sport. Euch geht das besser, ja? Also ich habe ja jetzt von Dave gehört. Erstmal, ich habe ja vorhin, als es auf dem Schiff da so häufig begrüßt wurde, habe ich erst gedacht, er hätte Geburtstag oder so etwas. Aber ich habe dann von der Geschichte gehört, von seinem Nervenzusammenbruch. Wenn es heißt, dass man hier eigentlich ein bisschen Zeit hätte, was ist denn da schiefgelaufen? Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Hat sich dann auch gerne nochmal die Schicht danach gegriffen, aber dass er dann wirklich 4 Schichten hintereinander, das habe ich dann erst hinterher erfahren. Schon spezieller Fall, was er da gemacht hat mit seinem Nervenzusammenbruch. Er setzt das auch in Gänsefüßchen, kannst du sehen, also nimmt dann seine beiden Hände hoch und er punktiert dann einmal den Nervenzusammenbruch. Darf ich mich dazu setzen? Ja klar, setz dich dazu. Züglich des Nervenzusammenbruchs und seiner 4 Schichten. Wissen Sie, ob es damals irgendeinen Vorfall gab, weswegen er sich diese 4 Schichten am Stück gekrallt hat? Nee, das weiß ich nicht. Normalerweise arbeiten wir immer zusammen und normalerweise machen wir auch immer gemeinsam Schluss dann. Kann ich dir nicht sagen. Hatten wir da nicht zu tun, also so wie immer halt. Druck kontrollieren, aufpassen, ganz nebenbei auch Minesweeper anmachen, aber lass das nicht den Chef hören. Zwinkert dir zu. keine Sorge, das bleibt unter uns. Ja, sag dann mal, hat er denn vielleicht irgendwelche persönlichen Probleme gehabt? Vielleicht gab es ja einen Grund, warum er nach diesem Nervenzusammenbruch, und ich punktiere das ebenfalls mit ein paar Fingern, vielleicht nach Hause wollte. Nach Hause wollte? Nee, er wollte eigentlich gar nicht hier weg. Das ist aber schon ein bisschen verwunderlich. Was geht denn in dem Mensch vor? Weiß ich nicht, was in dem vorgeht. Hat sich zumindest in die Arbeit verliebt. Ist ein ziemlich guter Geologe, oder in meinen Augen vielleicht ein bisschen zu gut. Also, ich habe mir seine Daten angesehen. Ich hätte zwar auch vermutet, dass hier ein Loch ist, aber dass man dafür andere Probebohrungen dann sein lässt und dass er... Also, es ist nicht so, dass man hier auf einen Meter genau bestimmen kann, sondern wir reden dann hier von Kilometern. Und wenn diese Erdöllager in tiefer Erde dann... Also es ist wirklich ein Glücksspiel. Man kann den groben Ort bestimmen. Das kann man sich dann aus diesen Linien, kann man sich das zusammenreimen. Die Linie habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Könnt ihr euch dann später mal ansehen, wenn wir angekommen sind. Aber erste Probebohrung und dann hier gleich eins der größten Reservoire der Welt. Kann man schon mal ihm auf die Schulter klopfen. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, normalerweise bohrt man nicht nur an einer Stelle, sondern am besten gleich an mehreren Stellen gleichzeitig, um die Sache irgendwie einzugrenzen, ne? So kann man das für den Laien ausdrücken, ja. Okay, und Dave hat jetzt einfach nur an einer Stelle gebohrt, weil er davon überzeugt war? Richtig. Ja, dann hat er wirklich entweder viel Glück oder ist wirklich verdammt gut, würde ich mal sagen. Er hat schon ziemlich viel Glück, ja.
Aber dass er sich darauf verlässt, oder ist der Mann vielleicht für sein großes Ego bekannt? Du meinst, ob er Egoist ist? Nein, überhaupt nicht. Er ist total der nette Mensch. Er ist auch bei allen beliebt. Ja, zumindest das habe ich schon mitbekommen. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, ist kein Egoist oder so, hat sich in die Arbeit verliebt und macht das hier total gerne. Und ich kann das auch schon irgendwo verstehen, dass Tagrato ihn dann hier zum Obmann befördert hat, auch wenn ich den Posten selber gerne hätte. Immerhin bin ich halt länger dabei. 10 Jahre aber. Na gut, was weiß ich schon. Ja, sowas ist immer ärgerlich. Aber früher oder später bekommt jeder seine Chance, oder? Hoffen wir's. Kannst du ja einen schönen Artikel über mich schreiben oder so und dann werden die vielleicht auch mal auf mich aufmerksam. Zwinkert dir zu. Tja, ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Währenddessen bei Ewan Stahlberg und seinem Hund, der sich wohl auch nicht vorgestellt hat, aber der dir vorgestellt wird als Franz. Sebastian Hessel hat sich dazugesetzt und spricht jetzt wohl gerade mit seinem neuen Chef. Zumindest einer derjenigen, die hier schon ein bisschen länger dabei sind, der dann eben auch mit seinem Hund hier rumlaufen darf, was eigentlich den Sicherheitsbestimmungen gar nicht so sehr entspricht, aber selbst Sodom und Fürsk hat da nicht zugesagt und der Hund gehört zum Inventar. So, du bist der Neue, ja? Genau, Sebastian Hessel ist der Name. Ja. Freut mich, dich kennenzulernen. Man wird ihm die Hand reichen. Ich bin Evan und das ist Franz. Freut mich auch, dich kennenzulernen, Franz. Wenn du Fragen hast, musst du nicht gleich zu Solomon rennen, kannst auch zu mir laufen. Wir verstehen uns, ja? Alles klar. Verstanden. Ich hätte auch schon eine erste Frage. Ja, sieh zu. Wo befindet sich denn hier die Sicherheitszentrale? Sicherheitszentrale? Einen Moment, die kann ich dir zeigen. Die wirst du oben finden. Wir haben hier unseren Konferenzraum. Den kannst du benutzen als Sicherheitsraum, Sicherheitszentrale. Wobei wir hier nicht sowas haben wie einen Waffenschrank und so. Hier gibt es an Bord keine Waffen. Wobei wir sind halt die Einzigen, die sowas tragen dürfen, zusammen mit dem Chef Magnus. Verstanden. Wo würde man sich also dran wenden, wenn es Probleme gibt, die nicht direkt gelöst werden können? Du bekommst von mir gleich noch einen Pieper, den kannst du dann, und damit kannst du rumlaufen, kannst den Pager dann an deinem Gürtel festmachen. Ich kann dir auch meine Handynummer geben, wenn du irgendwas ist, aber hier innerhalb dieses Betonkomplexes ist es immer besser, wenn du mit dem Pager es versuchst. Das funktioniert wesentlich besser, als wenn du hier mit Handy versuchst, ein Signal zu kriegen. Wenn du natürlich oben stehst, geht das, aber wenn ich nicht oben stehe, sondern irgendwo unten bin, dann klappt das natürlich nicht.